Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei einem winzigen Update-Video für den neuen Autoload. Wir haben ein Update und zwar das Update auf die 1.8.6, bereits veröffentlicht auf Modhoster und Forbidden Mods im Mod-Hub eingereicht, aber das dauert ja ein wenig. Aber ich will euch das heute schon mal vorstellen. Einige haben sich beschwert über Lua-Fehler, die sie bekommen. Und dies ist sehr schwer nachzustellen, weil es manchmal Fehlfunktionen gibt in den Giants-Triggern, die nicht auslösen, wenn eine Palette verschwindet. Also zum Beispiel, sie wird im Trigger abgeladen und dann wird der Autoloader nicht darüber informiert, dass sie abgeladen wird. Oder dass sie sich aufgelöst hat und beim nächsten Entladen-Befehl wird versucht, eine Palette zu bewegen, die es nicht mehr gibt. Das konnte ich jetzt endlich mal nachstellen und nach einigen Wochen des nun Testens ist der Fehler bei mir jetzt nicht mehr aufgetreten. Dieser Fix ist für euch mit dabei. Dann haben wir eine Erweiterung des Längslademusters. Ich zeige hier mal das Lademuster an. Die Europaletten zum Beispiel sind ein Längslademuster, weil die Paletten längs geladen werden. Macht Sinn, ne? So, allerdings hat dieses hierauf keinen Einfluss, sondern beim Vögel zum Beispiel lediglich auf zum Beispiel die 180er Ballen. Wie wir hier vorne sehen können, sind die Ballen 2, 4, 6, 8, 8 Reihen hintereinander, können längs geladen werden. Und dann passt keiner mehr längs, aber es passt noch einer quer. Und genau das passiert jetzt hier bei den 180er Ballen. Bei den 220er Ballen passt keiner mehr quer. Bei den 240er Ballen, sieht man hier sehr schön, passt hinten noch einer quer drauf. Das ist natürlich nicht auf die Ballen beschränkt, das geht auch bei Paletten. Wenn ihr jetzt also einen Autoloader habt, wo hinten noch quer was passen würde, würde auch dies hier funktionieren. Das kann ich kurz zeigen an dem Drapper-Pack hier von HOT. Wenn ich den mal kurz konfiguriere als Ballen, dann kann man hier zum Beispiel sehr schön sehen, wenn wir jetzt hier mal die 120er Baderball nehmen, dann können wir hier sehr schön sehen, dass quer sogar noch zwei dahinter passen. Und zwar zwei nebeneinander und zwei hintereinander, wobei sie längs nicht mehr gepasst hätten, weil die Länge ungefähr 2,5 Singer sind und somit passt natürlich einiges mehr auf genau diese Größen, die eben dieses Problem haben. Dann habe ich die Identifizierung von Ballen generell etwas vereinfacht. Das heißt, es ist jetzt viel einfacher möglich, Ballen zu identifizieren, nicht mehr über den kompletten Pfad der i3D, sondern auch Modballen werden jetzt in größerem Umfang vom Autoloader unterstützt. Hier ist nämlich jetzt nur noch der Name der i3D-Datei das Wichtige und nicht mehr der Pfad, wo sie liegt. Wenn natürlich der Name des Ballens nicht mehr zum Beispiel roundbale125.i3d ist, dann wird das Laden trotzdem nicht funktionieren. Und last but not least, etwas, was ich nur zeigen kann, wenn ich nichts geladen habe. Wir haben jetzt hier, wie wir sehen, oben sehen wir Y für Ladegut auswählen. Wenn wir jetzt hier mal in die Einstellungen vom Autoloader gehen. Ich habe zu viele Menüs. Drive. Paletten Autoloader.
gibt es jetzt hier auch nicht nur Y für das nächste Ladegut, sondern hier auch Umschalt Y für das vorherige Ladegut. Ich kann jetzt also von Quaderballen mit Y auf die Europaletten und auf die Flüssigkeitstanks und mit Shift Y wieder zurück, Europaletten, Quaderballen. Somit, wenn man jetzt beim Durchschalten dran vorbei ist, kann man wie bei der Sämaschine mit Shift wieder zurück. Ich hoffe, das Ganze ist für euch sinnig und für euch genauso nützlich, wie ich das für mich finde. In diesem Sinne, na, Link wie immer in der Videobeschreibung. Und ansonsten viel Spaß damit und tschüss.